Nur hier wird gefrühstückt. Aus Lukas seiner Dose. Denn Lukas braucht ja keine Dose. Ja, aber du kannst Brot nehmen, nicht Smart. Aus mir der Magen. Ja, die behalten wir für später. Guck mal, ein Apfel oder ein Brot. Ja, und Lukas ist heute auf einer Feier, gell? In der Schule. Nur 2 Stunden. Lukas, du guckst interessante Sachen am frühen Morgen. Leonie repariert ihren Roller. Lukas, guck mal nach ihm schnell. Ich mach meine Haare schnell. Und dann Lukas später hat, begleitet er mich jetzt in den Kindergarten. Kleine Maus hinbringen. Habe ich schon guten Morgen gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Also guten Morgen, ihr Lieben. Es ist richtig frisch heute. Es soll ja heute regnen. Wir müssen uns heute ein bisschen wärmer anziehen. So, ich mache jetzt schnell meine Haare. Ich brauche auf jeden Fall Trockenshampoo. Heute wasche ich meine Haare spontan. Wo ich mein das hier. So, jetzt glaube ich heute mal wahrscheinlich wieder Kopfschmerzen. Gestern, das habe ich euch gar nicht erzählt, ich bin hier hochgegangen und auf diesen Wäschekorb obendrauf war so eine fette Spinne mit so einem riesen Körper. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe. Selina hätte wahrscheinlich schon die Feuerwehr angerufen. Ach, mein Wäschekorb steht hier. Der muss auf jeden Fall runter. Für die Kinderwäsche, die liegt nämlich. Da muss ich noch die Sachen einräumen. Ja, das war, boah, ich krieg Gänsehaut. Ich dran denke, so fette Spinnen, das ist so, boah, Horror. Was ist hier los? Aua an! Sag mal. Lukas ist ja nett heute, hm? Platz? Ja. Heute gehst du in den Kindergarten. Wen siehst du da? Deine? Was ist los? Siehst du deinen Husten? Jetzt habe ich wieder zu Hause. Lukas, sein Bus kommt in einer Stunde. Wir haben noch schnell ein Reel gedreht. Was witzig ist, was ich auch bei Instagram schon gesehen habe. Ich fand es so witzig. Und ich musste das einfach nachmachen. Also ich habe es jetzt so ähnlich nachgemacht. Ich habe die Kamera aber vergessen. Das ist richtig schön auf dem Feld. Da standen Pferde. Und Elias hat ganz große Augen gemacht, als er die Pferde gesehen hat. Total süß. Und einen Hund haben wir gestreichelt. Ja. Machen wir die Schubladen auf, ihre Bauke. Ich wollte hier so einen Schutz kaufen. Gestern beim DM hab's vergessen. Ja, immer vergisst mal was. Damit das nicht aufkriegt. So, ich mache mir jetzt schnell den Kaffee. Und dann kuscheln wir. Schläft er bestimmt ein. Ja, dieser Reel passt einfach hundertprozentig zu uns. Deswegen muss das immer gemacht werden. Oh, und was schleppst du mit, Mausilein? Und was ziehst du da? Hm, was ist? Ach da, eine Gabel. So. Das ist bei Lukas in der Schule ein Fest, den sie anscheinend vor den Ferien abgesagt haben, wegen Regen, und heute regnet es. Also es soll eigentlich regnen, jetzt regnet es gerade nicht, aber es soll die ganze Zeit regnen. Naja, ich hoffe, die Kinder haben diesmal Glück. War das lecker? Ja? Hier ist noch ein Stück Brot übrig geblieben. Aus Lukas seiner Dose. Ist das lecker? Mmh. Wie so Käse ist lecker. Hm? Da. Und da? Ja, beiß ab. Richtig, aber ich nicht nur Käse. Ham. Jetzt. Wollen wir das erzählen, Elias? Ich habe ja schon öfter die Frage gestellt bekommen, ob Mädchen oder Jungs anstrengender sind. Also in unserem Fall, also bei uns ist es so, dass es definitiv die beiden Jungs sind, die anstrengender sind. Allein schon dieses nicht im Kinderwagen sitzen wollen und dieses Rumschreien immer im Kinderwagen. Leonie und Selina saßen immer lieb im Kinderwagen oder haben im Kinderwagen geschlafen. Immer. Hatte ich nie Probleme, auch im Kindersitz im Auto.
sind die beiden Jungs komplett gleich. Also echt lustig. Ja, und das Zahnen jetzt bei ihm auch ganz extrem, dass er ganz kuschelbedürftig ist. Ja. Du bist halt ein Mann, gell? Ist er auch schön. Kuscheln, gell? Mit dem Baby? Ich habe das Baby gerade gewaschen, es lag auf der Terrasse, das Baby. Ich habe gestern Abend noch eine Mail bekommen, dass meine H&M-Bestellung doch nicht, also gestern kommt. Sollte gestern bis 18 Uhr geliefert werden. Und später kam dann eine E-Mail, dass sie das nicht schaffen, dass es heute ab 14 Uhr geliefert wird. Genau, wenn die Sachen dann ankommen von H&M, dann kann ich die ja euch gleich zeigen, was ich bestellt habe für die zwei Zwerge. Ich finde bei Lukas im Zimmer immer richtig tolle Schätze. Kennt ihr das auch von euren Jungs? Da seht ihr die Kanne. Da war ein bisschen Milch drin. Ich weiß nicht, wie lange die Kanne da stand. So ekelhaft. Die Puppi runtergefallen. Oh. Warte, mein Spatz. Super machst du das. Wie das chillt. So. Sind wieder zu Hause. Die Erzieherin meinte, also es war alles gut, aber viele Kinder waren heute komisch drauf, meinte sie. Vielleicht liegt es am Wetter. Hoffentlich werden sie nicht krank. Das ist ja alles gut gewesen. Leonie meinte vorhin zu dem Hund, wir haben den Hund nämlich noch wieder gestreichelt. Ich möchte auch so einen Freund. Ja, vielleicht klappt es ja bald mit dem Hund. Aber im Moment hätte ich, glaube ich, auch keine Nerven dazu. Es kommt ein Hund, aber im Moment schaffe ich das nicht. Das ist ja auch wie ein Baby. Holst du schon wieder den Backofen? So, jetzt wickel ich mal den Elias schnell. Mal hier das Tuch auf die Couch legen, Leonie, bitte. Ja. Ja? Danke. Und wie? Wenn ich die Kamera schnell anmache, fokussiert sie nie. Schaut mal, was gerade eben angekommen ist. Ich habe den ganzen Tag gewartet. In meiner App stand nämlich bis 17.15 Uhr und jetzt ist es 17.40 Uhr. Ja, ich zeige euch mal, was ich bei H&M bestellt habe. Ich habe jetzt Chicken reingemacht. So, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Mal auf. Das hat mir, also gerade wo ich bestellt habe, vor vier, fünf Tagen. Heute kommt Selina an und sagt, sie braucht einen Badeanzug für die Schule. Für den Unterricht. Ich verstehe das sowieso nicht, wieso man in der 10. Klasse noch Schwimmunterricht hat. Ich glaube, keiner von den Mädels in ihrer Klasse hat sich gefreut. Das ist eine Nachricht. So viele Sachen. Ja, ich habe Unterwäsche für die Leonie. Ich will es nicht ganz genau zeigen. Dann habe ich für den Elias eine Hose. Ich habe jetzt alles in Größe 86 genommen. Schauen wir mal, wie die aussieht. Süß. Die sieht voll riesig aus. Das ist so kort. Richtig süß, oder? Was hat die gekostet? Stehen nicht Preise hier drin? Ach stimmt, das ist ja immer ohne Preise hier. Ich glaube, die hat 9 Euro gekostet oder sowas. Gibt es in verschiedenen Farben. Dann habe ich einen süßen Body mit so einem Teddy. Gibt es auch verschiedene für 3,99 €. Fand ich auch so süß. Und ich finde immer die Bodies mit den Knöpfen an der Seite besser. Weil die Bodies ohne Knöpfe, die rutschen immer so runter. Ja, die sind da. Viel besser. Was ist das? Hast du mehr Bodies? Ach so, ein Zweierpack Bodies habe ich noch gemacht. Mit so Dinos, voll süß, ein hellblau.
und das zweite in dunkel. Ja, auch mit den Knöpfen an der Seite. Da habe ich drauf geachtet. Ach süß, stimmt, das habe ich ja auch noch. Warte, ich pack's mal aus. So ein Set, so ein Jogginganzug. Ja, der Stoff ist richtig schön. The best product. Ja, und dazu gibt es halt noch eine Hose. Da gibt es auch verschiedene solche Jogginganzüge. Und zuletzt die Mütze. Genau, das war's eigentlich schon. Boah, die ist aber riesig. Boah, ich glaube, die ist viel zu groß. 86, 92. Einfach so eine Mütze mit so Öhrchen. Total süß. Und halt gleich mit Schal, damit man nicht Schal und Mütze, weil bei Babys ist es immer schwierig mit Schal und Mütze. Dann können sie sich nicht bewegen. Ja, naja, ich probiere es immer an, wenn ich es wasche, ist es vielleicht ein bisschen klein. Auf jeden Fall ist es richtig schön kuschelig und warm. Ja, 1 bis 2 Jahre steht da. Naja, mal gucken. Wenn nichts, zur Not kann ich ja noch eine bestellen und die behalte ich dann für nächstes Jahr einfach. Ja, die ganze Folie in den Müll. So, wir werden jetzt noch Abend essen. Ich habe einfach nur diese Chicken da gemacht. Ich werde jetzt hier die ganzen Zettel machen, gleich in die Wäsche schmeißen. Morgen gleich anmachen. Ich musste jetzt den Bezug von dieser kleinen Couch, von diesem Beistell-Dingsbums da waschen, weil so viele Flecken wieder drauf waren. Ich habe vorhin Kaffee verschüttet. Mal wieder. Aber da war ich diesmal selber schuld, hat keiner geschubst oder sowas. Das wird jetzt gerade gewaschen in der Waschmaschine. Und das hänge ich dann nochmal draußen auf. Obwohl es regnet, ist es mega schwül und warm draußen eigentlich. Deswegen kann es draußen aufgehängt werden und trocknen bis morgen. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich einfach von euch. Und bis morgen, ihr Lieben. Ich bin's nochmal. Ich glaube, ich habe heute so wenig gefilmt, denn als der Roy nach Hause kam, sind wir nochmal ins Auto, haben die Kindersitze umgebaut und hier Zeug eingepackt zum Verschicken und der Roy musste nämlich was zurückschicken und hier haben wir noch zusammen gegessen, gequatscht und irgendwie habe ich gar nichts mehr gefilmt gehabt. Sorry, ihr Lieben, ich hoffe, morgen kriege ich das besser hin. Schaffe einen längeren Vlog. Ah, und die Wäsche wartet noch auf mich zum Zusammenlegen. Das muss ich auch noch machen.